Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und auch heute werde ich für euch ein Rezept testen, ausprobieren aus unserem wunderbaren Querbeet-Buch. Ja, wie oft ist es so, dass man dann so Kochbücher durchblättert und sagt so, ach, das würde ich ja gerne mal machen, aber vorher würde ich gerne mal wissen, wie es aussieht. Und die Bilder da drin, nun ja, die sind ja dann schon immer so ein bisschen geschönt. Deswegen haben wir uns vorgenommen, wir testen für euch die besten Rezepte aus dem Wunderkessel. Und heute schauen wir nach Kartoffelbrot. Aber nicht irgendeinem Kartoffelbrot, sondern dieses Kartoffelbrot, nicht Brot, Kartoffelbrot, trägt den Namen Weltbestes Kartoffelbrot. Und ich werde jetzt für euch testen, ob es wirklich das Weltbeste ist. So wie ihr das zu Hause auch machen würdet, halte ich mich jetzt exakt ans Rezept, das hier drin steht. 500 Gramm Kartoffeln kommen in unseren Mixtopf und zwar habe ich die schon mal grob gewürfelt. Dann 10 Sekunden Stufe 5. Ich merke, ich brauche, glaube ich, langsam eine Sehhilfe. So, dann schieben wir das mit dem Spatel nach unten. Das ist jetzt schon so ein bisschen kartoffelbreiig. Ja, so ein bisschen nach oben gegangen. Alles sind noch ein paar größere Stückchen drin, aber das meiste ist schön klein. Aber ich denke, wenn da so ein, zwei größere Stückchen drin sind, ist das gar nicht schlimm. Was kommt noch? Ein halber Würfel Hefe. Ein Teelöffel Zucker, damit die Hefe ein bisschen was zu futtern hat. Zitronensaft ebenfalls einen Teelöffel. Da könnt ihr natürlich auch frisch gepressten Zitronensaft nehmen, aber wir nehmen hier in unserer Testküche so viel Zitronensaft, da kaufen wir dann eine Flasche. Das lohnt sich. Ja. Außerdem kann man auch immer lecker Limonade draus machen. Was brauchen wir noch? Öl, 10 Gramm. Jawohl, das wiege ich jetzt auch mal hier mit dem Thermomix ab, so wie ich das zu Hause auch machen würde. So, 10 Gramm Olivenöl. Und das Ganze wird jetzt 3 Minuten 37 Grad auf Stufe 2 erwärmt. 37 Grad. Auf geht's. Unser Kartoffelteig-Teil, der Teil unseres Kartoffelteiges ist jetzt handwarm, die Hefe auch. Und wir machen weiter im Rezept. 250 Gramm Weizenmehl, 550 kommen in den Kessel. Das habe ich jetzt schon mal vorher abgewogen. Das ist ein bisschen einfacher. Mehl geht ja nicht ohne Sauerei. Und 300 Gramm Weizenmehl Typ 1050. Ja, ihr wisst, das sind die Mahlgrade. Dann kommen noch 2 Teelöffel Salz dazu. Mit meiner Mühle. Das dauert zwar ein bisschen länger. Ist aber dafür frisch gemahlenes Meersalz. 80 Gramm Wasser. Zack. 80, jawohl. Aufs Gramm, genau. Und dann 3 Minuten auf der Teigstufe. Teigstufe einstellen. Zack. 3 Minuten. Los geht's. So, damit ist unser Hefe-Kartoffelteig fertig. Der muss jetzt natürlich noch etwa eine Stunde gehen. Dazu nehmen wir den aus dem Kessel raus und wir alle, die wir regelmäßig Hefeteig im Thermomix machen, wissen, das ist nicht so einfach. Ne? Man kann das rauskratzen, man kann das ganze Teil ausbauen, aber ich habe was Tolles gefunden in unserem Wunderkessel-Shop und das ist dieser Teig-Twister. Hier hinten draufsetzen und drehen und dann löst sich der Teig. Hammer! Ich bin begeistert. So ein kleines Teil und so eine große Wirkung. Fantastisch. Da ist jetzt noch so ein bisschen unten drin. Das mache ich jetzt aber hier mal mit dem Spatel raus. Oder löse das mal. Das ist nicht mehr ganz so viel. Aber ich will ja nichts von unserem Teig hier verschenken. Ja, so ein bisschen hängt da noch unterm Messer. Das Ganze formen wir jetzt auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche. In diesem Fall habe ich mir ein Brett genommen, damit ich hier gleich weiter arbeiten kann, zu einer Kugel. Dann decken wir das ab, ja, mit Omas Lieblingsküchenhandtuch.
und lassen das an einem warmen Plätzchen eine Stunde lang gehen. Und dann melde ich mich wieder. Tschüss, bis gleich. So, unser Kartoffelbrotteig ist schon echt ordentlich auseinandergegangen. Ich nehme das jetzt mal hier von meinem Brettchen runter. Das klebt jetzt hier unten noch ein bisschen, ist aber nicht schlimm, denn wir müssen das jetzt eh einmal ausrollen. Das mache ich hier auf meiner Silikonunterlage, da passiert relativ wenig. Wir rollen es einmal aus, kneten es nochmal zu einer Kugel. Ja, einmal ausrollen. So, das reicht aber auch und dann wirklich nochmal zu einer Kugel zusammenpressen. Wieso gibt es eigentlich keine Silikon? Doch, gibt's auch Silikon, Silikonroller. So, einmal kurz Hände waschen. Ich muss die Butter noch hier in die Auflaufform bringen. So, schön ein bisschen Butter schon mal in Raumtemperatur und dann wird die Kastenform hier richtig gebuttert. Ich habe echt immer Angst, dass das festklebt. So, und jetzt muss das Runde in das Eckige. So. Na wunderbar. Das wird ja jetzt wohl noch ein bisschen ausgehen hier. Ich muss da jetzt leider Finger ablecken. Ist aber nicht schlimm, ich bin ja bei mir zu Hause. Ein bisschen Mehl müssen wir noch drüber streuen. So ein bisschen bestäuben. Jetzt kommt das Ganze bei 200 Grad in den Backofen. Eine Stunde und zwar ganz nach unten. So, ich habe unser Kartoffelbrot bereits aus dem Ofen nach 60 Minuten herausgeholt. Zwischendurch habe ich immer mal so ein bisschen mit Wasser das bestrichen, einfach dass es eine ordentliche Kruste kriegt, hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen können. Es ist jetzt auch schon einigermaßen abgekühlt, dass man es jetzt hier aus der Kastenform herausnehmen kann. Das sieht endlos cool aus. Ich finde es richtig gut. Jetzt ist halt die Frage. Sieht es nur gut aus oder ist es auch geschmacklich das weltbeste Kartoffelbrot, so wie es in unserem Querbeetbuch steht? Ich bin sehr gespannt. Schneid das jetzt mal großzügig auf hier und es ist ja noch warm innen, aber das sieht doch schon mal richtig klasse aus, oder? Das Aussehen allein ist schon mal Weltklasse, aber geschmacklich ist halt jetzt die Frage. Und ich schneide mir jetzt einfach mal hier so ein Stück von der Kante ab und probiere jetzt erstmal solo. Die Kruste ist schön knackig. Das hört man vielleicht auch. Innen fluffig, noch warm, aber sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Mit Abstand das beste Kartoffelbrot, das ich in den letzten 2 Stunden gebacken habe. So viel kann ich behaupten. Weltbestes Kartoffelbrot aus unserem Querbeetbuch. Leute, ich bin begeistert. Ich mache mir da jetzt mal ein bisschen Butter drauf. Vielleicht auch ein bisschen Salzbutter. Ja, das könnte man auch machen. Ich bin super. Nee, schmeckt wirklich gut. Wenn ihr das ausprobiert habt, schreibt mir, ob das auch für euch das weltbeste Kartoffelbrot ist. Denn ich bin davon überzeugt, dass es noch andere Rezepte gibt. Und die dürft ihr mir natürlich auch gerne runter hier in die Kommentare schreiben. Bin ich sehr interessiert und vielleicht backen oder kochen wir auch das ein oder andere Rezept von euch nach. Die besten Rezepte für den Wunderkessel, der gerade in der Spülmaschine ist, aber die besten Rezepte gibt es im Wunderkessel Forum. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Abonniert natürlich auch unseren Kanal, das ist ganz wichtig, denn hier gibt es die Rezepteste aus dem Forum. Ich esse jetzt noch ein bisschen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.